Hey Leute, willkommen zu einem weiteren super leichten Achievement Guide, heute mit El Gancho. Das Spiel kostet 7 Euro im Store und die PlayStation Version ist Crossplay. Ihr könnt also Doppelplatin für PS4 und PS5 bekommen. Für Platin oder 1000 Gamerscore müsst ihr insgesamt 60 Gegner töten, 400 Früchte einsammeln, 70 Kokos befreien, 300 Mal springen und 3000 Punkte erreichen. Die Steuerung in diesem Spiel ist etwas gewöhnungsbedürftig und lässt sich aber auch nicht ändern. Ihr steuert den Charakter normal mit dem linken Stick, mit L1 könnt ihr dann springen und mit R1 benutzt ihr die Peitsche, damit könnt ihr euch an Felsen festhalten und dann schwingen oder euch hochziehen. Mit R2 könnt ihr schießen. Ihr habt jedoch nicht unendlich viel Munition, es sind immer nur 2 oder 3 Schuss, die könnt ihr aber nachfüllen, indem ihr Früchte einsammelt. Anstatt mit unserer Waffe können wir die Gegner auch töten, indem wir sie berühren oder sie mit dem Streifen unserer Peitsche treffen. Und die Früchte, von denen wir 400 Stück brauchen, ist das zeitaufwendigste in diesem Trophy Run. Es gibt natürlich auch die Kokos, die wir retten müssen. Die sind überall in den Levels vorhanden und wir müssen sie einfach nur berühren, um sie einzusammeln. Habt ihr alle in einem Level gefunden, geht's ab ins nächste. Übrigens sind alle Level auch immer random aufgebaut, weswegen es hier auch keinen kompletten Platin-Walkthrough gibt. Nach dem zweiten Level kommt ihr in diese grüne Stage, dort könnt ihr euch ein Upgrade auswählen, es gibt zum Beispiel eins, das Nahrung anzieht. Nach dem dritten Level gibt es dann auch einen Bosskampf, dort könnt ihr euch aber sterben lassen, denn für den Boss gibt es kein Achievement. Je weiter ihr im Spiel fortschreitet, desto mehr Charaktere schaltet ihr frei. Ich würde euch dann vorschlagen, diesen Charakter mit dem Doppelsprung zu nehmen, der hat für mich am meisten Sinn gemacht. Ich habe vorhin erwähnt, dass man 3000 Punkte sammeln muss. Das muss man in einem Run machen, aber das ist wirklich nicht sehr schwer. Sammelt einfach so viele Früchte wie möglich und rettet diese ganzen Kokos, damit ihr das Level beendet. Und nach dem dritten Level spätestens habt ihr dann über 3000 Punkte. So, also nochmal zur Zusammenfassung. Wir müssen 60 Gegner töten, 300 Mal springen, 400 Früchte einsammeln, 3000 Punkte erreichen und das war's auch schon. Also ist das Spiel einfach nur ein Gegrinde. Ihr müsst einfach die ersten 2 oder 3 Levels immer wiederholen, bis ihr die Platin habt. Mehr ist da eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Ich hoffe, euch hat der Guide hier trotzdem gefallen und ja, wenn ja, könnt ihr mich gerne abonnieren oder ein Feedback dalassen und wir sehen uns dann im nächsten Guide wieder. Haut rein und bis bald! Wenn euch das gefallen hat, dann schaut gerne in meine anderen Videos vorbei. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Danke fürs Zuschauen, Leute.